Eine Dramatisierung von Kazaks mechanischer Doppelgänger. Aufzug 1. Auftritt 1. Eine fremde Besucher ankommt. Der Auftritt. Der Eingang von einem großen Büro mit kleinem Fenster und weißes Wände. Im Zentrum steht eine Drehtür. An einem kleinen Schreibtisch sitzt eine Sekretärin. Macht die Tür aus. Wie ein Mann hat, bevor eine Tür nie gesehen hat. Sich der Sekretär näherte in einem sehr langsamen Schritt, Fuß vor Fuß. Oh, guten Tag, meine gute Dame. Ich möchte mit dem Chef dieser Firma sprechen. Natürlich, mein Herr. Und wer ruft unseren Chef an? Oh, wo sind meine Manieren? Ich bin Tobias Huhl. Bezaubert, ich bin sicher. Lächelte in einer monotonen Stimme. Ha, ha. Auftritt 2. Gespräch mit einem deutschen Automaten. Der Auftritt. Schummriges Büro mit Sattelteppich und Wände aus Sichholzblätter. Neben der Wand sitzt ein Schreibtisch. An dem Schreibtisch sitzen eine Wechselsprechanlage und ein Telefon. Vor und hinter dem Schreibtisch liegt ein Sessel. Über die Wechselsprechanlage. Hallo Chef. Ein Herr, ein Tobias Hohl, wünscht Sie zu sprechen. Wer? Tobias Hohl. Keine Ahnung. Sieht aus einem Herrn in den besten Jahren elegant. Interessant. Ich lasse bitten. Klopfte die Tür an. Komm herein, bitte. Machte die Tür aus, sich desessonierte in einem sehr langsamen Schritt. Fuß vor Fuß. Oh, danke schön, mein Herr. Mit der Hand zum Sessel wiesen. Was verschafft mir die Ehre Ihres Besuches? Oh, ich wollte mich Ihnen nur vorstellen. Sehr angenehm. Mit einem Gesicht von echter Überraschung. Oh, Sie verstehen. Erstaunt. Natürlich. Also, sehr angenehm. Aber darf ich Sie fragen? Brüsk. Oh, bitte fragen Sie mich nicht. Ich bin nämlich ausgestopft. Aber erlauben Sie mal. Erschrecken Sie nicht, weil ich eine Art Automat bin. Eine Maschine in Menschenform. Ein Ersatz, sozusagen. Monsieur Tobias Hohl existiert wirklich. Der Chef einer großen Fabrik zur Herstellung von mechanischen Doppelgängern. Ich bin, wie sagt man, seine Projektion, ja, Agent in Propaganda. Ich kann Ihnen meinen Mechanismus im Einzelnen nicht erklären. Sie verstehen, Fabrikationsgeheimnis. Aber wenn Sie daran denken, dass die meisten Menschen heutzutage ganz schablonenmäßig leben, handeln und denken, dann werden sie sofort begreifen, worauf sich unsere Theorie gründet. Herz und Verstand werden bei uns ausgeschaltet. Sie sind es ja, die im Leben so oft die störenden Komplikationen hervorrufen. Bei uns ersetzt die Routine alles. Sehr einleuchtend, nicht wahr? Verstört. Wirklich? Bist du verrückt, Mensch? Es ist ein Witz, oder? Oh, ich versichere Sie, mein Herr. Es gibt keinen Witz hier. Gehen wir weiter. Mein Inneres ist ein System elektrischer Ströme, automatischer Hebel, großartig. Eine Antennenkonstruktion, die auf die feinsten Schwingungen reagiert. Sie lassen mich alle Funktionen eines menschlichen Wesens berichten. Ja, in gewisser Weise noch darüber hinaus. Sie sehen selbst, wie gut ich funktioniere. Spotten. Unmöglich. Ein Taschenspielentrick. Sehr apart. Indessen. Nicht geprägt. Oh. Ich kann mich in 7 Sprachen verständigen. Wenn ich zum Beispiel den obersten Knopf meiner Weste drehe, so spreche ich fließend Englisch. Und wenn ich den nächsten Knopf berühre, so spreche ich fließend Französisch. Und wenn ich
Das ist wirklich erstaunlich. Oh, in gewisser Weise vor allem, aber angenehm. Wünschen Sie ein Gespräch über das Wetter, über Film, über Sport, über Politik oder abstrakte Malerei? Fast alle Themen und Vokabeln des modernen Menschen sind in mir phoetisch. Auch eine Spüle von Gemeinplätzen lässt sich abrollen. Alles sinnreich, komfortabel und praktisch. Wie angenehm wird es für Sie sein, wenn Sie sich erst einen mechanischen Doppelgänger von sich halten, oder besser, wenn Sie gleich zwei Exemplare von sich zur Verfügung haben. Sie könnten gleichzeitig verschiedene Dienstreisen unternehmen, an mehreren Tagungen teilnehmen, überall gesehen werden und selbst obendrein ruhig zu Hause sitzen. Sie haben einen Stellvertreter Ihres Ich, der Ihre Geschäfte wahrscheinlich besser erledigt als Sie selbst. Sie werden das Doppelte verdienen und können Ihre eigene Person vor vielen Überflüssigkeiten des Lebens bewähren. Ihr Wesen ist vervielfältigt. Sie können sogar sterben, ohne dass die Welt etwas davon merkt, denn wir Automaten beziehen unsere Existenz aus jeder Begegnung mit wirklichen Menschen. Aber dann werden ja die Menschen allmählich ganz überflüssig. Oh, nein, aus eben diesem Grunde nicht. Zwei Menschenautomaten können mit sich selbst nur wenig anfangen. Haben Sie also einen Auftrag für mich? Wir können auch die Geschwindigkeit regulieren. Berühmte Rennfahrer und Wettläufer halten sich stern. Doppelgängerautomaten, die ihre Rekorde ständig steigern. Fantastisch! Man weiß bald nicht mehr, ob man einen Menschen oder einen Automaten vor sich hat. Oh, das letzte Geheimnis der Natur werden wir nie ergründen. Darf ich also ein Duplikat von Ihnen herstellen lassen? Sie sind nicht besonders kompliziert zusammengestellt. Das ist günstig. Das hineingesteckte Kapital wird sich bestimmt rentieren. Morgen wird ein Herr kommen und Maß nehmen. Die Probe Ihrer Existenz war in der Tat verblüffend, jedoch sagen Sie nur noch, der Herr, der morgen kommen soll, ist das nun ein Automat oder ein richtiger Mensch? Oh, ich nehme an, noch ein richtiger Mensch, aber es bliebe sich gleich. Guten Tag, das Ende.